Bayern gilt als eines der reichsten Bundesländer Deutschlands. Laut dem Nachrichtenportal T-Online leben besonders viele Millionäre und Milliardäre in Oberbayern. Außerdem sei der Landkreis München sogar der vermögendste Landkreis Deutschlands. In einer neuen Liste vom US-Wirtschaftsmagazin Forbes werden die Reichsten der Reichen aufgezählt, darunter auch einige aus Bayern. Hubert Burda. Der reichste Verleger Deutschlands hat ganze 3,7 Milliarden Euro. Hubert Burda Media gibt unter anderem Zeitungen wie Bunte und Focus heraus. Christian Haub. Er ist für die Tengelmann-Gruppe verantwortlich, der unter anderem die Kette Kick und der Baumarkt Obi angehören. Er besitzt dadurch ein Vermögen von 4,2 Milliarden Euro. Alexandra Schörk-Huber und Familie. Die 65-Jährige ist in zahlreichen Bereichen vertreten, wie zum Beispiel im Brauereigeschäft. Außerdem leitet sie ihr Familienunternehmen Schörk-Huber Unternehmensgruppe. Ihr Vermögen wird auf 4,3 Milliarden Euro geschätzt. Nadja Thiele. Die Witwe und Erbin vom verstorbenen Heinz-Hermann Thiele ist im Besitz von stolzen 6,3 Milliarden Euro. Sie ist außerdem Hauptaktionärin vom Bahntechnikunternehmen Knorr-Bremse und der Foslo AG. Und Platz 1 der reichsten Bayern teilen sich Andreas und Thomas Strüngmann. Die Brüder und Gründer vom Pharmakonzern Hexal sollen ein Vermögen von 9,7 Milliarden Euro haben und verwalten das von Holzkirchen in Oberbayern aus.